Mein Name ist Werner Schmidt. FJ steht für Franz Josef, also ich habe drei Vornamen. Nomen ist Omen. Schmidt schreibt sich mit zwei T, weil ich Tee verkaufe. So, 15, 20. Danke Ihnen. Danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Jawohl, danke. Und so habe ich dann angefangen, auch eine eigene Aromatisierung zu erfinden. Wenn ich zum Beispiel klassische Musik spiele, dann ist plötzlich irgendwann in meinem Kopf eine Mischung, eine Teemischung fertig, die diese Töne im Tee umsetzt. Die Mischung Kurfürstendamm ist in meinem Denken entstanden, wo ich dachte, die Straße hat so etwas besonders Altes, aber auch besonders Märchenhaftes und besonders Exotisches. Und so habe ich die Mischung dann aus Schokolade, Banane, Karamell zusammengestellt mit einer Basis aus Ceylon-China-Blatttee. Also ich habe von Anfang an kritisiert, dass man die Kurfürstendamm-Bezeichnung abgekürzt hat und daraus eine Kuh gemacht hat. Der Nachbar ist eben, denke ich, kein Mensch, der hier am Kurfürstendamm sich sehr umgesehen hat, sondern der einfach hierher gekommen ist, hier etwas installiert hat. Ich sehe in 10 Jahren den Kurfürstendamm als eine florierende, spannende Straße, die man braucht, die zu Berlin gehört, wie die berühmte Berliner Luft.